Welche Neuheiten präsentieren Sie in diesem Jahr auf der Light and Building? Wir haben uns dieses Jahr entschieden, als Neuheiten vor allem eine kleine Tischlampe zu präsentieren, die ich hier gerade in der Hand habe. Die ist aufladbar und so für den Restaurant oder auch Außenbereich gedacht und kommt sehr gut an. Wir finden die sehr schön. Dann haben wir noch eine zweite Neuheit, die hinten in unserer Box hängt. Eine größere Hängeleuchte, die so für über Esstische und so weiter gedacht ist. Geschwungen, sehr schön organisch. Natürlich mit LED-Licht dimmbar. Weitere Neuheiten zeigen wir dieses Jahr dann erst in Mailand während dem Salone. Da haben wir eine Ausstellung in der Stadt. Ja, wie heben sich Leuchten von Ingomar von anderen Leuchten ab? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn man sie sieht, versteht man sofort, wie sie sich abheben. Sie sind einfach anders, sie sind spielerischer, emotionaler, freier im Designansatz. Sie haben einfach sehr viel Spirit, Freiheit, Humor. Der kreative Schaffensprozess bei uns im Hause ist neulich vor ein paar Monaten von einem der Designer gezeichnet worden, und also auf Anfrage von einem Magazin. Und er hat das so gezeichnet, dass mein Vater Ingo Maurer, der die Firma gegründet hat und nach wie vor Chefgestalter ist, dem Designteam einen Ball zuwirft. Also es war gezeichnet als Schneeball. Und das Designteam dann diesen Ball auffängt und daraus etwas macht. Tatsächlich ist es so, dass diejenigen Gestalter, die den Ball sozusagen als erstes auffangen oder zugeworfen bekommen, dann sehr viel Freiheit haben, auch was auszuprobieren. Sie haben dann erstmal eben eine Weile Zeit, damit was zu machen. Und dann wird da wieder drauf geschaut und dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Also es ist natürlich auch Trial and Error teilweise. Und diese Freiheit und das auch die Zeit bringt eben sehr schöne Resultate. Natürlich die erste Lampe von meinem Vater, die Bulb. Das ist so eine vergrößerte Glühbirne, so ein bisschen Pop-Art-Anlehnung von 1966. Damit hat eigentlich die ganze Geschichte angefangen, ist nach wie vor erhältlich, ein Klassiker, sehr beliebt. Der zweite Meilenstein ist ganz klar das Niedervoltzahlsystem Yayaho, das 1984 präsentiert wurde, zu der Zeit, als die ganzen Niedervolt-Halogenleuchtmittel kamen. Auch sehr frei, spielerisch, bezieht auch den Nutzer sehr stark ein, weil man die eben positionieren kann, wie man möchte. Auch sehr funktional, weil man damit eben super Tische und andere Bereiche beleuchten kann. Ist in der Designbranche generell also sehr bekannt. Und der dritte Meilenstein ist nicht ganz so einfach zu benennen. Die Familie mit den, die Birdie-Familie, also das ist die Leuchte mit den Flügelchen, auch sehr bekannt, könnte man nennen, aber man könnte auch noch freiere Objekte nennen, wie zum Beispiel die Porca Miseria, das ist dieses Scherbenlampe, die so explodiert, das sind dann eben Objekte, die eher in die Kunstrichtung gehen und Einzelstücke sind und noch freier in der Gestaltung und auch in der Produktion eben einzeln von Fall zu Fall entworfen werden und in der Größe angepasst, wo immer wieder neue gestalterische Elemente auch einfließen. Die Trends, die wir setzen, die entstehen bei uns eher so. Also wir sind da nicht so die Planer, die denken so, wir wollen jetzt da und dahin. Das ist eben dann doch auch mehr Intuition, spontan. Das ist auch eben typisch auch für meinen Vater und für die Firma überhaupt, dass wir da eher sagen, worauf man reagieren will und was einen interessiert. Das finden wir schön und wollen wir so beibehalten. Die Glühlampe ist nach wie vor ein bei uns, bei meinem Vater, aber nicht nur bei meinem Vater, sehr beliebtes Objektchen. Glücklicherweise gibt es ja inzwischen auch Glühlampen, deren Innenleben aus LED-Technologie besteht und die trotzdem sehr schönes Licht machen, den man von außen eigentlich kaum ansieht, dass sie LED sind.
Und als gestalterisches Element bleiben sie bei uns auf jeden Fall bestehen. Und auch in Mailand werden da wieder einige Sachen kommen, die die Glühlampe als wichtiges gestalterisches Element mehrfach sogar in sich tragen. Der technische Fortschritt bei der Lichttechnologie hat das Leuchtendesign, das Lampendesign bei uns eigentlich immer sehr stark beeinflusst. Das war eben schon 1984 so, als die Niedervolt-Halogenlampen kamen. Ist jetzt schon eine Weile her, aber war damals ja auch ein Fortschritt. Und tatsächlich haben wir schon seit ungefähr 2000 mit LED-Modulen auch gearbeitet. Die waren damals natürlich noch nicht so funktional wie jetzt. Aber mein Vater geht eigentlich immer sehr gerne auf neue Technologien zu. Das wird manchmal ein bisschen missverstanden, dass er ja nur die Glühlampe und nur die Glühlampe. Aber tatsächlich sind eigentlich alle Technologiemöglichkeiten, die es gibt im Licht, für uns interessant, auch für ihn selber interessant. Wir lieben es eigentlich, diese große Palette zu haben, dass so der Glühfaden und Halogen in Europa, also in der EU, so ausgefasst wird, finden wir schade, ganz klar, weil wir eben diese Palette von verschiedenen Lichtmaterialien gerne haben, aber die Neuheiten, auch die technologischen Neuheiten, sind super spannend, weil sie eben auch neue Formen möglich machen. Und da sind wir eigentlich auch immer ganz vorne mit dabei gewesen, die umzusetzen. Wir haben zum Beispiel auch eine OLED-Lampe, die man so als Tischleuchte kaufen kann. Das haben nicht viele Hersteller. Also bei uns wird nach wie vor und immer wieder auch gerne mit Papier gearbeitet, weil es einfach Licht sehr schön streut. Sieht man auch hier an der kleinen. Weil es ein Material ist, was auch schön ist, aber auch eine Bescheidenheit ausstrahlt, Einfachheit. Jetzt natürlich kommt auch noch dieses Thema Nachhaltigkeit dazu. Aber vor allem ist eben der Effekt, wie das Licht gestreut wird, das ist einfach bei Papier einfach eine sehr schöne Sache. Natürlich arbeiten wir auch mit Metall und anderen Materialien, das ist auch klar, aber Papier ist, merkt man auch bei Entwürfen, die aus den 80er Jahren stammen, die sind immer noch sehr schön und wir mögen das gerne. Farben, kann man sagen, wird in Mailand einiges kommen, was mit einem sehr starken Blau arbeitet. Also wir arbeiten natürlich viel mit LED, wobei wir da immer sehr Wert auf die Farbwiedergabe legen, weil es geht ja nicht nur um die Helligkeit, sondern eben auch, wie sehen Dinge aus in dem Licht, das man sich ins Haus holt oder unter dem man arbeitet. Und da ist eben die Farbwiedergabe, Color Rendering Index, sehr, sehr wichtig, und da denken wir auch immer, dass man als Verbraucher oder als Anwender eben darauf achten sollte, dass die Lichtfarbe, nicht die Lichtfarbe, sondern der CRI stimmt, also dieser Color Rendering Index, weil bei einem niedrigen Wert, so um 80, sieht alles leider fahl aus und das ist nicht so schön. Nein, ich denke, dass die Kreationen von meinem Vater sich ganz schlecht im Stil zuordnen lassen. Das lehnt er auch selber ab, eben weil das geht dann so ein bisschen in Richtung Schubladendenken und da verliert man dann die Freiheit. Du bist so, du machst immer das. Deswegen ist das nicht so einfach zu sagen. Und auch da wieder die Freiheit, Verschiedenes machen zu können. Eventuell ist es eben die Idee, die Glühbirne mit den Flügeln als Lucellino, als einzelne Glühbirne oder auch als Birds, Birds, Birds oder Birdie, diese Kronleuchter quasi mit mehreren Glühbirnen mit den Flügeln dran, die ist natürlich sehr erfolgreich, ist auch weithin bekannt. Ansonsten ist natürlich auch die Zettel sehr erfolgreich, das ist die Hängelampe mit diesen vielen Zetteln dran, auf die man selber was draufschreiben oder skizzieren kann. Das sind so die zwei, wobei die Yayaho muss man auch noch nennen, das Heilsystem ist jetzt natürlich schon ein paar Jahrzehnte fast her, aber die läuft immer noch und auch die war und ist eigentlich sehr erfolgreich, ja. Die drei würde ich mal nennen. Also ich habe bisher keine Ideen für Lampen oder Leuchten gebracht, aber es ist nicht auszuschließen. Ja.
habe ich auf jeden Fall. Die ist vielleicht nicht so bekannt, nennt sich Don Quixote, so wie der Roman aus Spanien. Das ist eine kleine Tischleuchte, die sehr unkonventionell ist, verschiedene Materialien. Und eben auch sehr frei von dem Gestaltungsansatz her. Funktioniert aber auch super so als neben dem Bett oder auf dem Tisch, kann man auch an die Wand hängen und davon habe ich auch einige. Und ja, zufälligerweise ist es auch so, dass mein Vater die auch selber gerne als Lieblingsmodell nennt. Ja, okay, dann möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Interview, auch im Namen von Lampenwelt und wünschen noch eine erfolgreiche Zeit hier auf der Messe.